Heute ist es vergleichsweise ruhig an der Wall Street, dünnes Volumen, aber eins ist auffällig in den letzten Tagen. Wir haben geradezu eine Explosion von Optionen auf die Aktien von Nvidia und von Apple. Und das dürfte kein Zufall sein. Was da los ist, das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen an einem Tag, der wie gesagt sehr ruhig ist. Wir haben ein bisschen Beruhigung in der Sache Frankreich. Da hat Le Pen gesagt, naja, ich werde doch super mit dem Macron zusammenarbeiten und außerdem schätzt er ja unser Programm völlig falsch ein. Aber schwamm drüber, schauen wir uns die Dinge mal an. Wir starten hier mit diesem Optionsvolumen links. Nvidia, wenn Sie da unten mal gucken, wir haben ein Mehrfaches an Volumen plötzlich in den letzten Tagen und das gleiche gilt für Apple. Das ist natürlich auch ein Stück weit die Euphorie um KI, keine Frage, die ist bei Nvidia ja schon etwas älter, bei Apple erst seit dieser letzten Präsentation, als man gesagt hat, wir werden KI in unsere Laufwerke, in unsere Geräte mit integrieren, in der Hoffnung, dass man dann mehr iPhones vielleicht verkaufen kann, sei es drum, aber das ist schon wahrscheinlich mit diesen normalen Abläufen nicht wirklich zu erklären. Warum könnte es gehen? Warum ist das Optionsvolumen plötzlich so hoch? Und wir können uns vorstellen, in welche Richtung diese Optionen gehen, nämlich Calls. Hier sehen wir eine Erklärung. Am Freitag nämlich haben wir das sogenannte Rebalancing beim maßgeblichen Tech-ETF XLK. Und das bedeutet, da viele institutionelle Investoren eben dieses ETF kaufen oder dieses ETF, dieses Tech-ETF abbilden, werden sie eines tun, wenn sozusagen Apple stärker gewichtet ist, weil seine Marktkapitalisierung höher ist, dann würden sie latent Apple zukaufen und möglicherweise Nvidia ein bisschen reduzieren und genau andersrum, der Gewinner dieses Rennens also, wird der Liebling derjenigen sein, die im Prinzip solche Indizes, solche ETFs mehr oder weniger genau abbilden müssen. Das bedeutet, wenn eben hier der Verlierer aus dieser ganzen Geschichte rausgeht, der könnte dann mit dem Druck auf seine Aktie konfrontiert sein. Das könnte oder sollte manchen wahrscheinlich nicht passen. Deswegen halten Sie dagegen mit Optionen. Es ist Spekulation, was ich sage, aber es ist schon erklärungsbedürftig, warum das Volumen plötzlich so hochgegangen ist. Ein Mehrfaches dessen, was vorher der Fall war. Und ich denke, es gibt zumindest ein Motiv, nämlich dieses Rebalancing am Freitag, das wahrscheinlich die wenigsten so ein bisschen auf dem Schirm haben. Und das bedeutet, wie hier oben zu sehen ist, the winner is accorded a 20% weight in the fund, also der kriegt dann 20% and the loser will be accorded a meager 5% weight in the fund. Also das heißt, wir haben schon hier sehr deutliche Unterschiede und das könnte eine sehr, sehr gute Erklärung sein, was da abläuft. Heute zumindest hat Apple dieses Rennen gewonnen, die Aktie um und bei 2% im Plus. Nvidia war zwischenzeitlich im Minus, scheint sich jetzt ins Plus zu erholen. Wir sehen überwiegend rot heute wieder, wenngleich eben Nasdaq und auch S&P im Plus sind. Wir sehen, dass in den letzten Minuten, in der letzten Stunde etwa die US-Aktienmärkte ein bisschen nach oben gedreht sind. Wie gesagt, dünnste Volumen. Morgen nochmal die US-Einzelhandelsumsätze. Am Mittwoch haben wir dann Juneteenth, diesen neuen Feiertag, der dazu führt, dass dann die Börse am Mittwoch geschlossen ist. Und in der letzten Woche hatten wir die Situation, dass der S&P über 1% ab war, also sozusagen nach oben gegangen ist, während die meisten Sektoren im Minus waren, nämlich doppelt so viele Sektoren wie im Plus waren, aber es war eben wieder mal Technology mit 6,42%, das die ganze Geschichte getrieben hat. Financials und Energy waren ganz hinten, auch Consumer Staples waren hinten und insgesamt sehen wir jetzt, dass 73% aller Subindizes in einer Spanne von nur 5% zu ihrem 6-Monats-Tief sind zum S&P 500. Also wir sehen, dass der Breadth, dass die Marktbreite miserabel ist. Es wird immer radikaler, es fließt immer mehr in diese ganz wenigen Aktien, die die Indizes nach oben treiben. Und so sagt Lance Roberts, es gibt diesen Indikator Hopes and Dreams, also Hoffnungen und Träume. Das ist die Differenz zwischen der aktuellen Bewertung und dem, was eigentlich fundamental gerechtfertigt wäre. Jetzt sagt man natürlich auch KI, da kommt ja die ganz große Produktivitätssteigerung und so und überhaupt wird ja alles anders. Dementsprechend sind die Träume da schon längst eingepreist.
Mal sehen, ob diese Hoffnung eben berechtigt ist, aber wir sehen, da sind wir auch fast an dem Hoch, das wir in der Dotcom-Blase erzielt haben. Und hier sehen wir mal Stocks above the 50-Day Moving Average, also wie viele Aktien handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt, während der S&P auch heute wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Es sind weniger als, oder sind um und bei 40%, das heißt 60% der Aktien handeln unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt, sind also sozusagen per Definition eigentlich in einem Abwärtstrend. Und was hier gesucht ist, sehen wir hier, Value in Relation zum S&P 500 geht weiter nach unten im großen Zeitfenster und Momentum in Relation zum S&P 500 geht weiter nach oben. Insgesamt sehen wir ja nicht nur miserable, dünnste Handels Volumina an der Wall Street, sondern wir sehen auch die Average Daily Range, also wie stark sozusagen der Index etwa der S&P 500 hier ausschlägt, ist deutlich unterhalb des 10-Jahres-Durchschnitts und zwar bisher in jedem einzelnen Monat diesen Jahres. Gerade auch im Juni sehen wir, dass wir da besonders weit zurückliegen. Also es sind keine großen Veränderungen. Es geht so ein bisschen nach oben immer, sodass wir jetzt eine Situation haben, gerade in diesen großen Tech-Werten, dass wir so überkauft sind wie seit um und bei 10 Jahren nicht mehr. Wir hatten kürzlich oder vor einigen Wochen mal eine solche Situation, aber wir sind in Extrembereichen. Es kann jetzt nur noch weiter nach oben gehen, meine Damen und Herren. Normalerweise ist allerdings der Juni, Saisonalität hat in diesem Jahr nur bedingt funktioniert. Normal ist der Juni in der zweiten Hälfte jetzt nicht so der Supermonat, diesmal anders, gut möglich. Kommen wir zu dem, was so ein bisschen das europäische Thema ist, nämlich Frankreich. Hier, wie gesagt, heute Le Pen mit der Aussage, naja, wir werden ja, wenn wir die Wahlen gewinnen, gut mit Macron zusammenarbeiten. Ist nur die Frage, ob der Macron Lust hat, mit dem Rassemblement National zusammenzuarbeiten, also mit der Partei von Le Pen und ihrem wahrscheinlichen Ministerpräsidenten. Die Finanzmärkte würden nicht so richtig verstehen, wie sozusagen unser Projekt ist, unser politisches Projekt ist, so Le Pen heute. Naja, bisher hat sie sich in den letzten Wochen und Monaten ja klar geäußert und alles deutet darauf hin, dass die Staatsverschuldung weiter nach oben gehen würde. Heute sehen wir eine gewisse Beruhigung in diesem Sektor, eben weil sich Le Pen so geäußert hat, wie sie sich geäußert hat. Wir sehen in der letzten Woche ja ein krasser Move nach unten in Relation zu den US-Märkten. Jetzt hat die EZB gesagt, ja, wir verfolgen die Märkte aufmerksam, nachdem sie in der letzten Woche noch gesagt hat, nö, das nehmen wir gar nicht so richtig ernst. Aber Frankreich steht jetzt wohl ein Defizitverfahren bevor, ein blauer Brief aus Brüssel. Das ist schlichtweg so, dass der Europäischen Kommission wohl keine Wahl bleibt, wenn sie nicht vollends ihr Gesicht verlieren will. Apropos Europäische Kommission, alles deutet darauf hin, dass Uschi von der Leyen eine weitere Amtszeit bekommt, also ein Apparatschik vor dem Herrn, der sozusagen im Grunde für diesen alten Geist steht, der nicht gerade sehr erfolgreich war. Der wird jetzt nochmal weitere Jahre bekommen. Hier unten sehen wir ja diese massive Verschuldung Frankreichs. Und was müsste man haben, um sozusagen diese Defizitkriterien nach Maastricht zu erfüllen? Man müsste 3,7% BIP-Wachstum haben bei den Franzosen. Das erscheint momentan sehr unrealistisch. Die Wirtschaft ist schwach, obwohl die Regierung das Geld mit beiden Händen ausgibt. Ähnlich wie die Amerikaner, die haben so um und bei 7% Defizit zum BIP. Die Franzosen 5,5%. Die Italiener sind auch nicht viel besser. Die müssten um 4,3% wachsen, um überhaupt zwischen 2025 und 2028, um überhaupt sozusagen diese Defizitkriterien einzuhalten. Jetzt ist es aber so, dass in Frankreich vor allem Energie teurer geworden ist. Food, also Nahrungsmittel, sind zuletzt deutlich teurer geworden. Das bringt Macron unter Druck und langsam werden auch die amerikanischen Banken ein bisschen pessimistischer. Goldman Sachs, das kann noch deutlich schlimmer werden. Wir haben heute so eine Beruhigungspille gehabt, aber das wird das Problem wahrscheinlich nicht beseitigen. Goldman, wie gesagt, sagt, es kann schlimmer kommen. Citigroup hat jetzt mal europäische Aktien heute abgestuft und gesagt, das ist uns schlichtweg zu riskant. Hier sehen wir übrigens mal die Defizite in Relation zum BIP.
Italien, Frankreich, Malta, Slowakei, Belgien auch ein Kandidat, Spanien. Deutschland ist so um und bei im Mittelfeld, aber eben unter diesem 3%-Wert, der vorgeschrieben ist eigentlich, aber wer hält sich schon an die eigenen Regeln, meine Damen und Herren. Und wir haben gesehen, Spanien hat auch ein Thema. Spanien wirtschaftlich weiter relativ schwach und würde jetzt unter dem leiden, was China heute angekündigt hat, nämlich wir werden Schweinefleischimporte mal ins Visier nehmen. Das ist sozusagen eine Art Androhung für die ja absehbaren Zölle gegen Elektroautos aus China. Und Spanien macht alleine 21% oder sorgt für 21% der Schweinefleischimporte in China. Also das würde Spanien durchaus treffen, vor allem die Landwirtschaft treffen. Und getroffen hat es Tesla und andere eben im Bereich der Elektroautos. Wir sind jetzt mit einem Marktanteil auf 12% hinuntergesunken. Es ging 16% runter auf nur noch 12% hier in Deutschland. Volkswagen ist vor Tesla und BMW in Sachen Elektrofahrzeuge. Ansonsten ist Volkswagen natürlich eine ganz andere Hausnummer im Vergleich zu Tesla, was die Gesamtfahrzeuggeschichte betrifft. Und am Mittwoch, wenn die Amerikaner Feiertag haben, da wird die EU auch die sogenannte sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aushebeln. Das könnte für TikTok und andere ein Riesenproblem werden, WhatsApp und so weiter und so fort. Also auch da wird man Datenschutz eher wieder, wie soll man sagen, rückgängig machen, gell? Sonst, wenn Sie als Betreiber wie ich hier finanzmarktwelt.de, da muss in Sachen Datenschutz, da müssen die Leute 10-mal irgendwas klicken, ja, habe ich verstanden, will ich nicht und so oder will ich doch. Aber hier wird sozusagen mal eben entschieden, solche Dinge, die Privatsphäre auch schützen, eben gleich mit abzuschaffen. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Erstens diese Citigroup-Geschichte. Wegen diesen Frankreich-Turbulenzen werden europäische Aktien abgestuft. Die erste Empfehlung gerne auch weiterempfehlen. Und die zweite Empfehlung, das ist das, was der André Stange sagt, mit dem ich gestern noch die Freude hatte, ein Webinar zu machen. Der spricht über die Alarmstufe Rot bei DAX und Frankreich Aktien. Wie gesagt, heute so ein bisschen Beruhigung, aber jetzt auch nicht so richtig die große Sause, kann man nicht gerade sagen, bei den europäischen Indizes. Also diese beiden Empfehlungen möchte ich Ihnen ans Herz legen und jetzt sage ich Servus und Ciao.